Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge der 100 Baby Challenge. Wie ihr gerade nicht mehr sehen könnt, weil Lea sich gerade im Bettchen ausheult, ich habe jetzt wieder ein bisschen CC reingeschmissen und Lea wieder ein bisschen hübscher gemacht, weil es war einfach nicht mehr Lea. Und dabei konnte ich sehen, hier, Lea kommt jetzt ins dritte Trimester. Das bedeutet, ich brauche unbedingt wieder eure Hilfe bei den Namen. Und wer jetzt noch neu dabei ist und noch nicht weiß, wie wir unsere Namen suchen, ich habe hier so ein wunderschönes, sehr altes Namensbuch. Ihr schreibt mir eine Seitenzahl in die Kommentare. Ihr schreibt mir rein, welchen Namen ich von dieser Seite wählen soll. Und das wird dann der Name. Deswegen sind auch diese wunderschönen Namen wie Rudi Lucien, Heinz Friedhoff, Gerolf Arian, Amelie Elsie, Benvenuto Allen und Dennis Carsten entstanden. Ihr schreibt mir bitte für Mädchen bis Seite 46 und für Jungs bis Seite 44 irgendeine Ziffer auf. Wir wissen ja noch nicht, was es wird. Wir haben ja den Ultraschallmod nicht mehr. Das bedeutet, es kann ein Junge oder ein Mädchen werden. Das heißt, für beides bitte eine Seite, eine Anzahl, der wievielte Name es sein soll. Und dann werde ich aus dem Lostopf wieder einen Namen rausziehen. Und der wird es dann. Ich freue mich drauf. Also seid fleißig und haut sie in die Kommentare. So, und ich habe schon mal geguckt. Wo ist er? Nee. Der Heinz Friedhoff hat seine Hausaufgaben abgeschlossen, hat Level 4 einer Fähigkeit erreicht und ist ausgezeichnet in der Schule. Das heißt, er wird heute Geburtstag haben. Deswegen legen wir jetzt gleich mal los. Verborgener Lebensstil. Okay, da gucken wir gleich mal rein. Die liebe Lea wird jetzt, es ist 5 Uhr, nee, das ist noch viel zu früh. Er ist uns egal, er ist schon erwachsen. Hier hat jemand Hunger. Dann nimm dir mal ein paar Reste. Ich glaube, du musst noch Hausaufgaben machen. Ja. Du musst auf Toilette, du gehst schon. Oh, hier ist schon wieder was kaputt. Manometer. Okay, du kannst dir dann auch gleich mal ein paar Reste nehmen. Dann bringen wir die jetzt mal alle auf Vordermann. Ich spule das auch gerne vor, wenn es hier wieder zu lange dauert. Du musst auch auf Klöchen. Das Klo wird gleich frei. So. Kriegt das hin? Warum läuft sie so langsam? Ach so. Hey. Kurios. Oh, du siehst ja fabelhaft aus. Und du kriegst ja auch die. Sehr schön. Das hat schon wieder nicht funktioniert, weil ihr beide zur selben Zeit an den Kühlschrank wolltet. So, wenn du fertig bist, gehst du mal auf Toilette. Oh, du kannst auch gleich mal duschen gehen. Duschen. Und danach nimmst du dir ein paar Reste. Rudi, wie sieht's bei dir aus? Du hast auch Kohldampf. Du musst auch duschen. Ach, so wird das doch alles nichts. Ich wollte auch noch, dass die beiden hier. Rudi muss nämlich auch nur noch eine Fähigkeit. Und es wäre mental halt, Rudi, kommst du zurück? Aber Flotti-Karotti, das kriegen wir jetzt noch hin. Dann kriegt er vielleicht auch noch Stufe 4. Hier ist schon wieder was kaputt. Kreativität, wo kriegen wir das schnell hin? Nirgendwo hier, ne? Naja. Verlorene Spielzeuge, such weiter. Yep. Ich glaube, bis 8 Uhr schaffen wir es bei ihm nicht mehr. Nee. Geh doch mal hier duschen. Nimm mal eine schnelle Dusche. Ach so, jetzt geht er schon dahin. Okay. So. Ja, Level 4. Sehr schön. Dann kannst du auch gleich noch was essen. Oder am besten essen. Ungeduscht zur Schule ist besser als hungrig zur Schule. Und vielleicht schafft er das ja dann noch in der 1 Stunde. Dann kann er nämlich hier nochmal schnell duschen gehen. Okidoki, es geht gleich los.
Boah, wie lange brauchst du denn mit deinen Hausaufgaben? Na gut, okay. So, Lea, was machen wir mit dir? Du hast auch ein Hüngerchen. Nimm dir doch was zu futtern. Und dann müssen wir ja schon uns den nächsten aussuchen. Aber ich habe von euch noch genug Männer, möchte ich meinen. Da muss ich dann noch mal zu euch. Ich glaube, der Gerd war eine Frau, ja. Und die anderen muss ich noch kennenlernen. Julian war auch eine Frau. Ich habe genau alle eure Frauen kennengelernt. Hausaufgaben sind fertig. Perfekt. So, das heißt, du brauchst aber noch. Okay, der wird. Naja, das kriegen wir bei dem nicht mehr hin. Ach, wie schön. Jetzt frühstücken wir alle zusammen. Hör mal. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einer fehlt. Du fehlst. Oh, die reden über Herzschmerz. Die verstehen sich nicht. Los geht's ab zur Schule. So, hopp, hopp, hopp. Entschuldigt bitte. Ab zur Schule. Rudi. Ab zur Schule. Okay. Alle. Okay, weigert sich keiner. Sehr schön. Wann musst du zur Arbeit? Guck mal, du kannst das hier essen. In 2 Stunden, dann ist er auch weg. Okay. Lea. Du solltest doch was essen. Reste nehmen. So, er kann heute mal fleißig lernen. Hör mal, schmeiß mal hier nicht die Küche, die. Rudi kann auch mal fleißig lernen. Der Gerolf. Ach, hör mal, vielleicht kriegt er auch so ein höheres Level. Der hat hier so ein Ding mit Lea. Kriege ich das hier nicht auf? Nö. War das hier? Nö. Ach, ich weiß es doch nicht. Okay. Lea, wir sind jetzt alleine. Dann geh doch mal schnell auf Toilette. Kümmer dich mal kurz um deinen Garten. Garten pflegen. Hier. Und dann backen wir einen Kuchen. Denn es wird Geburtstag gefeiert. Was macht er? Denkt, er muss zur Arbeit. Gegenstrategie. Da Benvenuto ziemlich gute Noten hat, wurde er vor kurzem von ein paar Mitschülern gehänselt. Soll er sich auf intelligente Weise rächen oder sie ignorieren? Ignoriere sie. Wir möchten nicht, dass du hier. Okay, es ist nichts weiter passiert. Nicht, dass er hier in der Schule noch schlechter wird. Er muss ja auch endlich mal erwachsen werden. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass sie nicht heute schon das Baby bekommt, ne? Oh. So, da ist unsere Haushaltshilfe sehr schön. Dann geh doch mal kochen. Und zwar machen wir einen Hamburgerkuchen. In der Hoffnung, dass wirklich einer von den Kindern eine Eins bekommt. Ach nö, ist hier wieder irgend so eine Abstimmung? Freitag, 8 bis 18 Uhr. Okay, muss ich nächstes Mal darauf achten, nicht, dass die wieder alle Tüten auf dem Kopf tragen. Irr, warum ist denn das im.
Schlafzimmer nass. Das ist ja ekelhaft. Kannst du dich hier auch? So, wir backen einen Kuchen. Das sind immer Moves, ne? Och, hör mal, das hat doch jetzt endlich mal ein Ende hier in 5 Stunden. Wie soll das erst werden, wenn ein Familienmitglied stirbt? Dann sind die ja dauertraurig. Ich meine, den Mann kannten wir ja gar nicht richtig, der gestorben ist. Jetzt ist es dreckig leer. Na toll. Dann poliere mal. In 3 Stunden kommen die Kinder nach Hause. Halt, wo ist er hin, der Kuchen? Ich muss natürlich wieder auf die Mitte des Tisches. Warum setzt du dich denn jetzt hin? Und dann fügt doch schon mal Geburtstagskerzen hinzu. Hat sich da was bewegt? Nee, sah nur so aus. Ich dachte, da schleicht jemand ums Haus. Okay, unsere Pflanzen können endlich mal wieder uns ein bisschen Geld bringen. Ah, wir können die alle düngen. Das machen wir mal noch schnell. Ups. Düngen. So, Flotti Karotti. Die braucht aber auch ewig, bis sie mal so eine Handlung beginnt, ne? Ah, halt. Halt. 5 Pflanzen düngen, perfekt. Und dann noch 3 Pflanzen veredeln. Eigentlich können wir ja dann draußen gleich weitermachen, ne? Hallo Patchy. Kommt wieder pünktlich zum Geburtstag. Oh, ich sehe was glitzern. Yes. Okay. Dann mach doch mal bitte hier weiter mit dem Düngen. Düngen, düngen, düngen. Wie können wir denn Pflanzen veredeln? Das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Dann nehmen wir hier einen Ableger. Und veredeln das Ding mit dem Ableger. Eingepfercht? Was heißt das? Dieser Sim muss bald an die frische Luft, um Druck abzulassen. Ich glaube, die muss hier gerade ganz anderen Druck ablassen. Los, renn mal schnell auf Klöchen, dann kommen die Kinder auch schon wieder und es wird Geburtstag gefeiert. Mal sehen, wie viele wir, jetzt wollte ich schon sagen, befördern können. Nein. Komm rein. Nora ist es, glaube ich, ne? Du bist die Nora. Tritt einfach ein, mein Kind. Jetzt hat die auch schon wieder Hunger. Wie sieht's denn bei ihr aus mit den Belohnungen? Wo sind sie? Belohnung, Belohnung, Belohnung. Oh, sie sind von der Schule zurück. 2. Ah, wir gucken einfach hier rein. 2er Oberschüler. Hast dich nicht angestrengt, Junge. Das heißt, du machst jetzt gleich mal deine Hausaufgaben. Zack. Was ist bei dir los? 2er Oberschüler. Auch nicht geschafft. Hausaufgaben machen. Bei dir? No, auch 2er Oberschüler. Mann. Hausaufgaben machen. 1er Grundschüler. Yes. Okay, du kommst direkt mal hierher. Und bei Rudi, oh, er hat es auch nicht geschafft. Och Mann. Hausauf, wer geht denn hier duschen? Habe ich irgendjemanden erlaubt zu duschen? Ihr sollt alle Hausaufgaben machen. Du bitte auch Hausaufgaben. Nein, jetzt habe ich den falschen. Hier.
Heinz. Heinz, komm hinunter, wir feiern jetzt Geburtstag. Du kannst die Kerzen auspusten, Heinz. Happy Birthday! Bro, hooray! Und wie sieht er aus? Wo gehst du denn hin? Okay, er ist ein Spinner. Und ein Hundefreund. Und ich sehe schon die Frisur. Okay, Spinner und Hundefreund. Was geben wir denn? Dann machen wir doch Tier. Ein Tierfreund. Okay. Herrlich. Hallöchen. Ja, das ist unser neues Bild. Lea, du stehst im Weg. Aber sowas von im Weg stehst du. Hallöchen. Hat er jetzt diese Alien-Fähigkeit schon? Nee, ne? Nee, ist alles noch beim Alten. Ist ja überhaupt ein... Naja, er ist blau, ne? Warum soll er kein Alien sein? Aber man sieht davon noch nichts. So, Heinz. Dann mach doch gleich mal deine Hausaufgaben. Zur Feier des Tages. Rudi, warum duschst du denn so lange? Komm, hör auf. Okay, leg dich richtig schlafen, Junge. Ihr macht fleißig eure Hausaufgaben. Du sollst Hausaufgaben machen. Mach deine Hausaufgaben. Rudi, mach deine Hausaufgaben. Boah, diese Kinder, ey. Heinz? Wessen Hausaufgaben liegen denn jetzt dort rum? Das sind seine, ne? Oh. Hausaufgaben fertig. Amelie ist mit den Hausaufgaben fertig. Dann nimm dir ein paar Reste. Geh duschen. Und schlafen. Obwohl, sie kann ja gleich, sie muss ja hier noch... Ach Gott, sie hat ja gar nichts, ne? Gar nichts. Kann doch nicht wahr sein. Ich spiel hier BitClub oder irgend sowas. Ach, das dauert ja ewig. Aber der Dennis Carsten geht ja dann erstmal raus. Dann kann Lea wieder schwanger werden und dann haben wir wieder 3 Tage Zeit, um hier irgendeins von den Kindern wieder auf Stufe 1 zu kriegen, weil unsere, die Geburtstage... Lea hat Geburtstag, oh weia. Oh oh. Aber das ist ja noch fast eine Woche hin. Hier hat Rudi Geburtstag. Na gut, das werden wir ja wohl noch vorm Geburtstag schaffen, die alle groß zu kriegen. Das geht schon, das kriegen wir schon hin. So, es ist jetzt 17 Uhr. Was steht bei Lea? 3. Trimester, Entbindung in... Es kann jederzeit losgehen und ich habe noch keine Namen von euch. Das ist nicht gut, nicht gut. Ich denke, den Kuchen schmeiße ich gleich mal weg. Die werden mir sonst alle zu dick und eine Diät dauert bei den Sims einfach lange. Ich glaube, eine Diät dauert immer lange. Hat keiner Bock drauf. So, kleiner Rudi. Du bist mit den Hausaufgaben fertig. Deine Leistungen sind ausgezeichnet. Und du hast alle Fähigkeiten. Perfekt. Das heißt, er hat dann morgen Geburtstag. Wie sieht's jetzt bei Gerolf aus? Er hat die Hausaufgaben abgeschlossen. Und dann macht er doch hier dieses Mental-Ding, ne? Dann geht er mal hoch. Geh doch mal ein bisschen experimentieren. Gerolf, bist du immer noch am Heulen? Warum? Was ist los, Junge? Du musst Hausaufgaben machen. Aber ganz schnell. Guck mal, das können wir hier mal alles verkaufen. Dann kriegen wir ein bisschen Kohle. Unser Garten ist ja gerade nicht so ergiebig. So, genau. Mach deine Hausaufgaben.
Wer ruft da an? Miko? Ich kenne dich da überhaupt nicht. No. Wir wollen nichts spenden. Wir haben selbst nicht genug Kohle. Er war okay. Hast du deine Hausaufgaben fertig? Ja. Ja, spiel ein bisschen Computer, das darfst du. Ach, dieser Typ. Hört doch mal auf zu quatschen. Macht eure Hausaufgaben. Seid fleißig. Schule ist doof, das weiß ich. Ich könnte arbeiten gehen. Wichtige Dinge lernt man da nicht. Du brauchst einen Abschluss, um erfolgreich zu sein, das stimmt. Ach schön. Es läuft wieder bei uns. Oh nein, ist sie krank? Ach nö, einfach nur... Ja, aber warum isst sie denn nichts? Nimm dir ein paar Reste. Geh auf Klöchen. Ist sie denn schon fertig mit den Hausaufgaben? Ja, dann geh ins Bett. Geh schlafen, mein Kind. So, das sieht doch alles recht gut aus, möchte ich sagen. Er hat Geld verdient für uns. Lea muss ständig auf Klo, aber sonst geht's ja auch gut. Und ich denke, wir machen lieber jetzt schnell Schluss mit dieser Folge. Nicht, dass das Kind jetzt doch noch kommt. Ich möchte unbedingt eure Namen verwenden. Das heißt, wir beenden hier diesen Part. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ich schlief. Meine Augen waren dunkel. Bis du mich wecktest und mir sagtest, dass das Öffnen nur der Anfang sei. Und so war es. Zimoy, he's bad on the door.